Nach 20 Jahren eine Gesamtrendite von minus 0,124%, also eine jährliche Rendite von minus 0,0062%. Und wir sprechen hierbei nicht vom Sparbuch der Deutschen, sondern es handelt sich um einen Vertrag von der Proxalto Lebensversicherung. Und ich möchte dir gerne an diesem erschreckenden Beispiel zeigen, wie es vielen tausend anderen Menschen da draußen gibt, die eine bestehende Lebensversicherung haben, die Zahlen nicht wirklich deuten können. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dominik Schwiese und ich unterstütze und begleite Unternehmer und Selbstständige bei ihrer Altersvorsorge. Das Thema Rente und Altersvorsorge ist mittlerweile super komplex geworden. Die wenigsten blicken hier wirklich durch, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und wir überprüfen die bestehenden Verträge auf das Renditepotenzial und wir reduzieren dann die Kosten um 30-70%. Und somit bleiben unseren Kunden deutlich höhere Erträge, damit sie frühzeitig auch die Früchte ihrer Altersvorsorge ernten können. Was mir in den letzten Jahren besonders aufgefallen ist, dass das Thema Altersvorsorge immer präsenter wird und vor allem die jungen Menschen verstanden haben, dass man selber vorsorgen muss, um später im Alter gut klarzukommen. Heute wollen wir uns mal einen bestehenden Vertrag der Proxalto Lebensversicherung anschauen. Vor einiger Zeit kam ein Kunde auf uns zu, der ein ungutes Gefühl dabei hatte und der sich einfach nicht sicher war, ob sich das Ganze für ihn lohnen wird. Er hatte immer die laufenden Wertmitteilungen bekommen, hatte dabei aber halt eben dieses negative Bauchgefühl. Und als er dann das Ganze vor einigen Monaten ändern wollte, ist er ins Internet gegangen, ist auf uns gestoßen und er möchte gerne, dass wir uns darum kümmern, das Ganze für ihn überprüfen und ist dann auch mit uns in Kontakt getreten. Wir haben einen Ersatzversicherungsschein vom 01.06.2021 erhalten und wir werden in diesem Video mal zeigen, wie du das Ganze selber für dich überprüfen kannst. Und dass wir dann auch dazu in der Lage sind und schauen uns gemeinsam mal diesen Vertrag etwas detaillierter an. Wie schon erwähnt, handelt es sich hier um einen Vertrag der Proxalto, ganz konkret der Vertrag Best Invest Rente, ein Produkt der dritten Altersvorsorgeschicht, also eine private Altersvorsorge. Das Ganze ist eine Versicherung mit einer aufgeschobenen Rentenzahlung und als fondsgebundene Rentenversicherung im Jahr 2003 abgeschlossen worden. Das heißt, dieser Vertrag ist eigentlich komplett steuerfrei und wir haben als Versicherungsbeginn den 01.12.2003 gesehen und das ganze Produkt wird bis zum 01.12.2048 bespart. Es gilt eine Rentengarantiezeit von 15 Jahren bis zum 01.12.2063 und der Beitrag, der beträgt im Jahr 2021 46 Euro pro Monat, hat eine jährliche Dynamik von 5%, das heißt, dass die Sparrate jedes Jahr auch um 5% steigen wird. Am Anfang im Jahr 2003 ist der Beitrag gerade mal mit 19 Euro ganz grob gestartet, aber durch die Zeit und durch die Dynamik steigt das Ganze einfach deutlich an. Der Interessent hat den Vertrag dann von seinem Onkel geschenkt bekommen und überlegt jetzt, was er einfach damit machen soll. Wenn er nichts unternimmt, dann wird der Vertrag weiter bis ins Jahr 2048 bespart und dann kann der Kunde wählen, ob er eine monatliche Rente bekommen möchte oder eine einmalige Kapitalauszahlung nimmt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Kunde dann 60 Jahre alt und der große Vorteil dieses Kunden ist dann, dass dieser Vertrag eben, wie eben schon erwähnt, komplett steuerfrei ist und hier auch kein Halbeinkünfteverfahren gilt. Heutzutage müsste man das Ganze mindestens 12 Jahre lang laufen lassen und das Endalter muss dann eben auch das 62. Lebensjahr sein. Also 2003 waren Lebensversicherungen schon etwas privilegierter als mittlerweile. Und das schenkt man nicht einfach so her, hier muss man einfach sauber rechnen, ob das Ganze einfach für ihn passt. Wir haben ja eben schon erwähnt, dass der frühestmögliche Abruftermin der 01.12.2048 ist und wir sehen hier pro 10.000 Euro Vertragsguthaben, sagt dann eben auch die Gesellschaft eine monatlich garantierte Rente in Höhe von 37 Euro voraus. Das ist gemessen an den aktuellen Verträgen, wo die Rentenfaktoren nur noch bei 20 oder 25 Euro je 10.000 Euro Kapital liegen, absolut super. Mittlerweile gibt es teilweise Verträge mit Rentenfaktoren von 15, 16 oder 17 Euro und hier sprechen wir von 37 Euro. Das ist erstmal auf den ersten Blick richtig gut. Und wir sehen halt aber auch, dass wir dann ein Kapital haben von 21.760 Euro oder eine Rentenzahlung in Höhe von 80,51 Euro. Um dann auf diese Zahl zu kommen, nimmst du das Kapital, also die 21.760 Euro, teilst das Ganze dann durch 10.000 und rechnest dann mit dem Rentenfaktor von 37 Euro weiter und dann kommen wir auf 80,51 Euro. Das heißt dann aber auch, wenn du die Rentenoption ziehst, musst du diesen Vertrag 270 Monate ausgezahlt bekommen, um auch nur annähernd auf dein Garantiekapital zu bekommen. Das sind insgesamt 22,5 Jahre und das heißt erst ab dem 82., ja fast 83. Lebensjahr oder länger gewinnst du das Spiel gegen die Versicherung.
Das heißt, wir rechnen jetzt hier mit unserem Beispiel mit keiner Verzinsung im Rentenalter, weil die wird auch in der Regel nicht mit eingerechnet. Und in diesem Fall ist der Wert eine Summe, den ich auf einmal bekomme, deutlich besser für den Kunden, wenn er eben das Ganze sich strecken lässt. Das hat jetzt natürlich auch mit der Inflation und der Kaufkraft ein Stück weit zu tun. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn er sich das Kapital sofort auszahlen lassen kann, kann er es nochmal anlegen und dadurch kriegt er auch nochmal ein bisschen Rendite obendrauf. Dann sehen wir weiter unten, dass die Versicherung einen Fonds bespart, nämlich den Generali Komfort Dynamik Europa. Wir sehen hier die Fondsanteile und auch den aktuellen Stand des Fondsguthabens. Als nächstes gehen wir mal in den Nachtrag vom 1.12.2022. Hier sehen wir, dass der Beitrag jetzt mittlerweile bei 50,72 Euro ist. Und wenn wir dann die Einzahlungstabelle mitsamt der Dynamik anschauen, sehen wir, dass der Beitrag jeden Monat mitsamt jeder Erhöhung auch tatsächlich bedient wurde. Gerne möchte ich auch noch mal etwas zur Rentengarantiesauer sagen. Dann steht uns ja mit dem 60. Lebensjahr ein Kapital von 23.254,49 Euro zur Verfügung. Und ein Rentenfaktor von 37 Euro sorgt dafür, dass wir die Rente in Höhe von 86,04 Euro bekommen. Wenn unser Interessent jetzt nach exakt 5 Jahren mit dem 65. Lebensjahr verstirbt, hat er immerhin 5.162,50 Euro ausbezahlt bekommen. Das sind die 86,04 Euro mal 60 Monate. Und unsere Erben erhalten jetzt noch weitere 10 Jahre lang die monatliche Rente aufgrund der Rentengarantiezeit. Dann rechnen wir dazu die 5.162,50 Euro mal 3 und dann haben wir 15.487,49 Euro. Das Garantiekapital waren aber immer 23.254,49 Euro. Und hier haben wir dann die Differenz, also die 7.767, die bleibt dann bei der Proxalto und davon hat dann der Kunde oder deren Hinterbliebene nichts davon. Erste Erkenntnis, das Ganze lohnt sich wahrscheinlich eher, dass man den Einmalbetrag entnimmt und nicht in die Verrentung geht, trotz diesem tollen Rentenfaktor. Weiter unten rechnen wir mal mit den weiteren uns bekannten Parametern. Dazu schauen wir uns als nächstes mal den Fonds etwas genauer an. Wir wissen ja, wir haben den Generali Komfort Dynamik Europa. Ich blende dir gerne mal die Übersicht des Fonds an von der Webseite von Fondsweb. Und wir sehen hier, dass der Fonds aktuell laufende Kosten von 2,2% pro Jahr hat. Und wenn wir uns nun die Top Holdings anschauen, dann sehen wir, dass der Fonds eigentlich nur in weitere Fonds investiert. Als Vergleichsbenchmark macht für diesen Fonds also auch ein Fonds Sinn, der ebenfalls in Europa investiert und ich nehme hier mal den Eurostoxx 600 als Benchmark heraus. Der Fonds von Luxor, mittlerweile Amundi, wurde im Jahr 2013 aufgelegt und wenn wir uns das Ganze jetzt mal für 10 Jahre zurückrechnen, dann kommt der Vergleichsindex auf eine Rendite von 109,53%, wohingegen der Generali Komfort nur bei 66,28 Euro liegt. Ein Grund dafür können jetzt natürlich die Kosten des Generali-Fonds sein, aber das wird sicherlich noch nicht alles sein. Wenn wir jetzt mal schauen, wie viel Geld denn tatsächlich da ist und in diesen Vertrag einbezahlt wurde in den letzten 19 Jahren, dann sehen wir immerhin 7.586,65 Euro. Der aktuelle Rückkaufswert, den wir ausgewiesen bekommen haben, der sind 7.562,29 Euro. Also für mich ein absolut schockierendes Ergebnis, dass nach 19 Jahren der Vertrag für dich noch im Minus ist. Über die Laufzeit bis zum 60. Lebensjahr und wenn der Kunde jede Dynamik mitnimmt, dann werden insgesamt 38.703,12 Euro in diesen Vertrag einbezahlt und die Proxalto weist uns noch ein Endguthaben von 23.254,49 Euro aus auf dem Kontoauszug von 22 und das sind dann halt eben auch über die nächsten 25 Jahre eine mickrige Rendite von 0,124%. Also ne, ihr seht, renditemäßig ist das Ganze nicht wirklich der Hammer. Wenn wir jetzt aber mal optimistisch mit einer Rendite von 2% und der Steuerfreiheit weiterrechnen, dann kann dieser Vertrag ein Vertragsguthaben, ein Endguthaben von 48.215,24 Euro erreichen. Die Frage wäre jetzt auch für mich nur, wo kommt denn jetzt auf einmal die Rendite her, trotz diesen tollen Börsenjahren, die wir in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich hatten. Alternativ habe ich jetzt auch mal gerechnet, wenn man diesen Vertrag kündigen würde, trotz der Steuerfreiheiten, das Geld so anlegt, dass man eine Rendite bekommt, bekommt man bei einer Wertentwicklung von 6% immerhin eine Ablaufleistung von 79.321,94 Euro und die Steuer, die ist hier bereits rausgerechnet. Was mich aber extrem wundert ist, weil dieser Vertrag läuft ja schon seit 19 Jahren. Hier haben wir eine namhafte Versicherungsgesellschaft und die merkt seit 19 Jahren nicht, dass das Produkt sowie die Geldanlage einfach nicht funktioniert. Also für den Kunden zumindest. Sie bekommen trotzdem ihre Gebühren, sie bekommen trotzdem ihre Kickbacks von der Fondsgesellschaft. Und wieso spricht hier nicht einfach mal jemand mit dem Kunden und sagt, hey, pass auf, hier läuft etwas schief, eventuell solltest du einfach gegensteuern.
Immerhin werden hier ja auch die Bestandsprovisionen bezahlt und als Kunde muss man doch einfach auch davon ausgehen, dass sich jemand um einen kümmert, wenn man schon so einen Vertrag einfach auch abschließt. Okay, ich hoffe, ich konnte dir in einem vereinfachten Beispiel mal zeigen, wie man so eine Berechnung tatsächlich durchführt, wie man sich das Ganze anschauen kann, also auch ohne die Alpha-, Beta-, Gamma- und Kappa-Kosten und auch ohne die ganzen Fondkosten, die hier mit dabei sind und wie das jeder für sich selber machen kann, um seinen eigenen Vertrag hochzurechnen. Alternativ geh doch gerne mal auf meine Homepage www.dominikschwiese.de, schau dich hier auch gerne mal ein bisschen um, buch dir kostenfreies Erstgespräch. Und vielleicht lernen wir uns dann auch schon bald persönlich kennen. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Viele Grüße, dein Dominik Schwiese.